Ja, also betreffend dieses Sri-Chakra kennen wir in Satya Yoga diese Form zweidimensional von Form betrachtet mit diesen geometrischen Linien und Dreiecken und diesen äußeren Blütenblättern, also 8 und 16 hier und hier diese Basis mit den vier Seiten Quadrat, also symbolisiert das Muladhara-Chakra. Auf der anderen Seite, es gibt hier zahlreiche, sehr detaillierte Reden von Sri Mataji über dieses Sri-Chakra, wo sie sogar sehr genau jeden Aspekt dieser Dreiecke erklärt. Und das Zusammenwirken begleitet mit Bija-Mantra, das ist unglaublich. Man muss sich nur diese Reden zusammen suchen. Und ich habe gemerkt, wenn man sozusagen das komplett durchgeht mit den Reden von Sri Mataji, sie hört, meditiert drüber. In Indien ist es so, dass dieses Sri-Chakra, ähnlich wie wir Deitäten verwenden, auch als Verehrungsaspekt oft in einen Puja involviert ist. Wir kennen das sogar auch in Satya Yoga. Wir haben das Sahasrara-Symbol sogar also in manchen Tellern gefunden und so. Nur für uns ist jetzt die äußerliche Form nicht so wichtig. Wir haben gern natürlich einen Ganesha oder einen Sri Hanumana. Für uns wissen wir aber gleichzeitig, der innere Aspekt sozusagen ist gleichzeitig wichtig und es ist aber gleichzeitig die materielle Ebene ist immer wichtig, um die Dinge begreifbar zu machen. Und die dritte Dimension hilft uns hier dabei, auch Dinge zu verstehen, so wie wir die Hände auch verwenden. Die Hand heißt also im Lateinischen auch Manas, interessanterweise. Also wenn man sich lateinische Wörter anschaut, findet man Verbindungen vom Finger, von der Hand zum Gehirn. Warum das so ist, das ist eigentlich relativ klar, weil auch ein Kind, wenn es sich entwickelt, entwickelt sich über die Motorik, über das Begreifen der dritten Dimension entwickelt das Gehirn. Bei uns in Satya Yoga geht es aber jetzt darum, dass wir die Chance hier haben, als realisierte Menschen von der dritten Dimension in die vierte zu kommen. Natürlich nur, aber auch indem wir in der vierten Dimension in dem Moment sind, wenn wir in dem Moment gedankenfrei sind. Dann sind wir in einer gewissen Form in der vierten Dimension und wir merken, dass Dinge zusammenfließen, passieren, dass Kommunikation ohne Worte stattfindet und Momente zusammenkommen. Und das ist diese Ebene des Sri-Chakras, die auf der einen Seite sehr hilfreich ist, wenn wir an Leuten arbeiten, wenn wir ihnen Vibrationen geben. Deswegen ist auch extrem wichtig in den Reinigungsmethoden, ob wir Vorzug machen oder Feuer verwenden, aber auch die Hände verwenden, auch selbst. Also ich erinnere mich immer wieder daran, dass die Hände zu verwenden, weil was passiert ist, durch das Bewegen der Hände aktiviert sich auch die Bewegung der Chakren. Ähnlich wie beim Anspielen von Tönen bei Instrumenten ist ja der komplette Körper mit dem subtilen System, mit den Vibrationen und den Ebenen, die wir rational gar nicht verstehen, aber die uns bewusst sind oder die wir aus den tieferen Meditationen, aus den Pujas kennen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns dieser Möglichkeiten bedienen, diese Aspekte zu beleuchten. Und es gibt ja eine enorme Vielzahl von Reden, von, weiß ich nicht, über 3000, also die wir jeder Einzelne wahrscheinlich niemals alle Reden jemals hören werden, aber oft ist es auch gar nicht notwendig. Man findet und spürt auch jeder für sich, was in dem Moment seiner Situation vielleicht auch passend ist oder auf manchmal spontan. Und so bin ich spontan für mich auf diese Ebene des Sri-Chakras gekommen, was nur ein Aspekt ist wie viele andere und nicht jetzt zu sehr herausgehoben. Jetzt mehr bedeutungsvoll ist als andere Aspekte. Aber praktisch wahrscheinlich über die Reinigungsmethode hinaus eine Möglichkeit, diese sensorische Möglichkeit und das im Bewusstsein einfach zu nützen, weil die Dinge leichter werden. Ja. Weil man, wenn man auf dem Sri-Chakra meditiert, vorausgesetzt natürlich, dass das Ganesha-Tattva, also hier ist es auch wichtig, das habe ich erkannt und es hat Jahrzehnte gebraucht, mich in dem Ganesha-Tattva so feinfühlig zu machen, dass ich einfach mehr und mehr aufhöre, Kompromisse zu machen mit den Augen. Es ist einfach schwierig, ich meine, für uns Männer,
diese äußere Dimension der Ebene der Frauen, dieses Schwesterprinzip so entwickeln, dass wir wirklich es schaffen, auch untertags ein Kind zu sein. Aber das muss ich ehrlich sagen, also so gemeistert, glaube ich, haben das, also ich gehöre sicher nicht dazu, dass ich das so gemeistert habe, dass ich in dem Moment ein Kind bin. Ich schaue am Boden, ich nehme die äußere Umwelt nicht wahr, speziell im Sommer. Aber umso mehr hilft es, diese Ganesha-Ebene wirklich im tiefsten Inneren sich ehrlich zu sein, so zu entwickeln, weil nur dann haben wir Zugänge zu dieser Ebene, zu dieser Erfahrung der höheren Ebenen, der Chakren, speziell des Shit-Chakras und über das Sahasrara hinaus, wenn wir das Ganesha-Tattva nicht nur ernst nehmen, was jeder Satyogi macht, das ist klar, aber und das ist wieder der Aspekt des Sanghams, durch den Sangham reflektieren, wo wir stehen. Und wie in einem Match, wenn du trainierst, aber im Match zeigt sich, wo deine Fähigkeit steht und wenn du konfrontiert bist, dann musst du ganz klar für dich sehen, wenn du ehrlich bist, bist du da über das Prinzip hinaus. Und daher ist der erste Basis des Ganesha-Tattvas, um sich dieser Ebene anzunähern. Und ich glaube, das ist etwas, was passiert kollektiv, wo ich bemerke, dass ich nur ein kleiner Teil davon bin, weil es einfach jetzt stattfindet. Vielleicht durch die Yuvas sehr stark ausgelöst. Die Yuvas, die sehr stark erstmals für mich spürbar, kollektiv in dem breiten Sangam für mich wahrnehmbar sind, etwas auslösen und auch uns, die länger dabei sind, einen Zugang ermöglichen zu Zuständen, die wir vorher wirklich nur in Präsenz von Shrimataji und dann nur wenig überhaupt erlebt haben. Und ja, das ist deswegen vielleicht ein kleiner Hinweis eben, die Brahmapur-Rede. Und Shrimataji erklärt ganz genau, es hat natürlich mit dem Mondkanal zu tun, aber das Shri-Chakra ist eigentlich Shri ist rechts und Lalita Chakra ist links, also man weiß da nicht, ist das jetzt das Shri-Chakra, das auf der rechten Seite dem rechten Kanal zugeordnete Aktivität oder Shri Lalita sitzt aber im Symbol dann als Göttin über diesen Chakren und Shrimataji erklärt dann sehr genau auch für jedes Dreieck, jeden Namen, jeden Aspekt, jede Göttin, die Bijamantas dazu, ja, das sind Reden, die dauern oft eine Stunde und länger, wo sie das genau erklärt bis zum Bindu, also wir kennen auch, dass es Chakren gibt über dem Sahasrara, eben Bindu, Valaya und Pradakshina übergeordnet und wie die alle heißen, aber das ist eine rationale Dimension, aber in der Ebene der Erfahrung der Meditation merkt man dann in der Meditation über dem Sahasrara hinaus, wenn Nirvichara eintritt, wenn die Stille eintritt, wenn auch aus diesem Chakra, diese Mondsichel, Adavino, glaube ich, diese Vibrationen fließen. Wir brauchen uns ja das auch nicht erklären, weil wir spüren es einfach, wenn die Vibrationen fließen. An dem Moment gibt es ja auch keine dritte Dimension. Aber die Annäherung dazu ist die dritte Dimension manchmal ganz helfend. Für mich als Techniker umso mehr, weil ich zumindest ein Abbild habe von dem, was da passiert. Und wir leben ja auch letztendlich in der dritten Dimension. Und es ist hilfreich, sich diese Mechanismen einfach zunutze zu machen.